Hallo, erneut zurück zu einem unserer Intendanten-Vlogs. Hier stehe ich nun mitten in der Stadt Baden-Baden mit dem Blick zu einer Büste eines der wichtigsten zeitgenössischen Dirigenten des letzten Jahrhunderts. Baden-Baden ehrt ihn, weil er ein von Musik Besessener war. Wir schreiben das Jahr 1917. Es bildeten sich eine lange Schlange vor dem Kurhaus, vor dem neuen Benner Seesaal. 1917, das letzte Kriegsjahr, war für Baden-Baden wie für alle Städte ein schwieriges Jahr. Aber die Baden-Badener wollten etwas Besonderes, etwas Verrücktes haben. Und sie luden den jungen, blutjungen Kapellmeister Wilhelm Furtwängler, der in Mannheim Kapellmeister war, zu sich nach Baden-Baden ein und boten ihm an, hier etwas Verrücktes zu dirigieren, und zwar den kompletten Ring der Nibelungen von Richard Wagner, und das in voller Szene. Sie können sich vorstellen, 1917 hatten vielleicht die Menschen andere Sorgen, als Musik zu hören. Aber in Baden-Baden gehört Musik eben so dazu, dass sie auch in so wilden Zeiten wie 1917 Musik hören wollten. Und das Verrückte in Baden-Baden hat seinen Platz in der Musik. Das Kurhaus Baden-Baden hat nicht nur den berühmten Benner Seesaal, von dem wir gerade schon gesprochen haben, sondern eben auch einen etwas kleineren, aber gleichwohl wunderschönen Saal, den Weinbrennersaal, in dem wir hier gerade stehen. Auch hier fand im Oktober 1872 wahrlich Musikhistorisches statt. Auf der Bühne standen zwei Künstlerpersönlichkeiten, die unterschiedlicher kaum sein können. Der eine gefeierte Walzerkomponist der schönen Blauen Donau, gerade zurückgekommen von einer turbulenten und fulminant erfolgreichen Amerika-Tournee. Der andere, ein vergeistigter junger Dirigent in einem schniegen Anzug, sein Name Hans von Bülow, der später bekannt werden sollte. Die beiden dirigierten an einem Abend im Oktober 1872 gemeinsam auf der Bühne hier im Weinbrennersaal ein Konzert, was so welthistorisch nie wieder stattfand. Hans von Bülow spielte sogar Klavier. Zwei verrückte Persönlichkeiten in einem verrückten Konzert für eine musikverrückte Stadt. Und Hans von Bülow wurde 15 Jahre später Chefdirigent der Wiener Philharmoniker. Hier standen zwei bedeutende, wirklich gegensätzliche Dirigentenpersönlichkeiten, Hans von Bülow und Johann Strauss. Ist schon eigenartig, merkwürdig, aber ich kann es mir schon vorstellen, was für eine Stimmung hier war. Und ist einfach eine tolle Möglichkeit, Musikgeschichte live zu erleben hier. Ach so, hier klebt ja auch noch eine Plakette von Johann Strauss. Überall kleben sie in Baden-Baden, diese Zeugnisse unserer Vergangenheit. Hans von Bülow war ein sehr ruhiger Mensch und er wollte auch seine Ruhe haben. Und das ist das Tolle an Baden-Baden. Wir können unseren Künstlern neben dem trubeligen Ambiente einer wunderschönen Stadt auch die Ruhe einer wirklich naturnahen Umgebung bieten. Und es gibt eine Legende, die besagt, dass Hans von Bülow hier vor seinem Haus ein Schildchen hatte: vormittags nicht zu sprechen, nachmittags nicht zu Haus. Wir wissen nicht, ob Hans von Bülow von seinem Haus in der Schlossstraße 18 auch hier auf der Plattform stand, auf dem Aussichtspunkt stand. Es ist nicht weit von ihm. Aber was wir wissen ist, dass wir heute einen Blick haben hinüber zum wunderschönen Festspielhaus, das Hans von Bülow damals natürlich noch nicht sehen konnte. Wir aber genießen hier den Blick runter von der Schlossstraße in die Innenstadt aufs Festspielhaus. Von der Schlossstraße 18, wo Hans von Bülow lebte, wenn er in Baden-Baden war, hierhin in diesen Ort ist ein kurzer, aber ein historisch langer Weg. Denn hier stehen wir nun im Orchestergraben des Festspielhaus Baden-Baden. Hier werden die Opern, die die Welt bedeuten, aufgeführt. Hier hätte wahrscheinlich Hans von Bülow und auch Wilhelm Furtwängler, wenn sie gekonnt hätten, Oper dirigiert. Es ist aber nicht vergönnt gewesen. Aber das Gute an der Sache ist, wir haben mit Kirill Petrenko, einem Nachfolger der beiden großen Dirigenten, die Chance und die Möglichkeit, in den Osterfestspielen hier in Baden-Baden mit den Berliner Philharmonikern zusammen Oper zu produzieren, Oper aufzuführen, die große Welt der Oper hier in Baden-Baden zu präsentieren. Es ist der einzige Ort auf der Welt, in der die Berliner Philharmoniker sich sozusagen hineinversenken, um große Oper zu spielen. Also die Geschichte Baden-Badens ist voller Geschichten über Musik, über Dirigenten, hin von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Musik.